Es ist endlich soweit. Erezu veröffentlicht sein erstes Erezu Comic Adventure. In jeder Buchhandlung und online überall erhältlich. Übrigens auch in Österreich und der Schweiz. Hey Leute, ich habe hier ein iPhone in der Hand, denn das hier ist der Crushing Simulator, den ich gerade zum zweiten Mal aufnehme, weil beim ersten Mal ist mir der PC abgestürzt. Und das ist Lars. Nein, ich bin hässlich. Versteckst du dich gerade hinter dem Baum, Lars? Ich bin so hässlich. Lars, nein! Lars, nicht ausrasten! Das ist nämlich hier der Crushing Simulator und wir zeigen euch... Ich bin Originalgröße, ja. Okay, Lars, komm, crush mich mal. Crush mich mal. Autsch. Genau, meine werten Damen und Herren, wir zeigen euch heute einen richtig coolen Simulator. Und zwar geht es nämlich hier drum, einfach Sachen zu nehmen und die dann zu crushen. Und wenn man die crusht, dann wird man größer, man bekommt mehr Stärke und kann dann sozusagen ein größerer, junger Mann werden. Das der dreht einfach nur weg. Ein Tresor zertrete ich einfach. Alter, warte mal, hier ist gerade einer, den kann ich gerade killen, glaube ich. Oh Gott. Aber hier der ist so einer, der, der ist so richtig Leben. Groß und lang und grün. Und sein Kopf ist auch so richtig mini. Lang und grün. Warum kriegen die das denn nicht hin, dass wenn der Körper wächst, dass der Kopf mitwächst? Ich weiß bei den nicht. Spielen. Stimmt. Das mein, ist immer Kopf, so, gell? Mein Kopf wächst auch gerade einfach in diesen Schal rein. Also, aber das haben die bisher noch nie hingekriegt, dass sie... Ich verstehe das auch nicht, warum die das nicht hinbekommen haben. Wie viel Power kriegst du eigentlich pro kaputt machen? 100. 100? Okay, ich krieg 110. Was benutzt du? Ja doch, ich krieg auch 110. Ich hab den Tresor oder sowas ist das. Den Tresor? Ich glaube, ich muss mir mal andere Sachen kaufen. Ich gehe mal jetzt... gerne Leute zerquetschen. Oh nein, ich bin jetzt ganz klein wieder. Zack, ich bin auch wieder ganz klein geworden. Immer wenn man verkauft wird, immer so ganz klein. Ich habe jetzt 18.000 und kann hier neue Sachen freischalten. Ich habe ja auch so einen lustigen Burger. Den habe ich letztes Mal gezeigt, der ist richtig cool. Da tritt man einfach auf so einen Burger drauf und wird einfach größer. Alter, es gibt hier eine Couch. Echt? Alter, es gibt einfach einen Kühlschrank. Einen Kühlschrank hatte ich schon. Oh mein Gott. Alter, der Typ neben uns zertritt einfach gerade einen Bus. Einfach so. Alter, und hier ist einfach so ein riesiger Container. Und hier ist einfach ein... Gibt's eigentlich einen Auto-Click? Also, dass der sozusagen die ganze Zeit zerquetscht? Nee, ich glaube, das musst du dir dann so kaufen. Mm. Dann gibt's hier noch dieses Bett, kann ich mir noch kaufen. Dann ein Buchschrank. Oh Gott, das ist eine... Ich zertret gerade einfach so einen Ventilator, jetzt habe ich kein Geld mehr. Was hast denn du? Bei welcher Stufe bist du denn schon? Boah, ich habe mir schon ein bisschen was geholt eben, ja. Ich habe mir so eine Vending-Machine jetzt geholt. Oh, was? Oh mein Gott. Man kann ja immer groß werden und wieder klein werden und so sein Geld holen, ne? Aha. Ja, aber das dauert, glaube ich, länger. Ich glaube, so ist einfacher, wenn du rumläufst und so die ganze Zeit klickst. Ich habe mir jetzt eine Trashcan geholt. So, jetzt habe ich eine Mülltonne. Man zertritt einfach so eine Mülltonne einfach. Hast du schon die Mülltonne, Lars? Nee, ich glaube nicht. Ich bin jetzt gleich bei der Couch. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe manche Sachen noch übersprungen. Achso, du hast manche Sachen übersprungen. Ach, man kann einfach Sachen überspringen, oder was? Achso, nein, du kannst sie nach kaufen, aber ich habe da die nicht benutzt. Achso, du hast nicht alle benutzt sozusagen. Okay, das nächste, was ich benutzen kann, ist zum Beispiel ein Dings, ein Müllcontainer, einen riesigen. Ja, okay, ich bin hier schon. Guck mal, siehst du das? Wo bist du? Ah ja, du bist voll groß. Hier bei dem hier. Hä, was ist das für ein Ding? Das ist so ein Ventilator. Heftig, Alter. Ich will auch einen Ventilator haben. Ich habe die Macht. Ey, wir müssen mal gleich einen Kampf gegeneinander machen. Aber ich muss noch Geld sammeln. Warte mal. Ich glaube, ich kaufe mal ein bisschen. Aber weißt du, das erinnert mich sehr, sehr stark daran. Man macht es ja in echt... Oh mein Gott, Alter. Lol, ich bin gerade übelst rumgebuggt. Ich habe mir jetzt mal ein paar... Hey, ich habe einen Bug rausgefunden. Hast du einen Bug rausgefunden? Bug-using. Warte, ich hab einfach so übelst hochgeflogen. Geld geholt. So, jetzt hole ich mir den Dumpster. Ah, da ist dieser Ventilator. Das ist so ein Cooling Tank. Dann Buy Now. Dann die Couch habe ich jetzt auch. Das Boot. Dann habe ich hier den Forklift. Da habe ich ein Powerboot. Dann habe ich hier eine Badewanne. Oh, das dauert schon lange, Alter. Traktorreifen. Das ist schon krass. Oh mein Gott. Pickup-Truck. Oh, nee. Ah, okay. Also wenn du im richtigen Moment auf dem Baum stehst und springst und dann das Ding zerdrückst, fliegst du voll hoch. Echt? Ja, habe ich gerade herausgefunden. Auf den Baum springen? Warte mal, ich zertrete mal jetzt gleich einmal. Die Roblox-Tester. Ich werde jetzt mal so eine Badewanne zertreten. Wie groß bin ich denn geworden, ey? Oh mein Gott, die Badewanne gibt einem einfach 1600 Kraft pro Schlag. Was? Ja, Mann. So, oh. Alter! Jetzt hast du gesehen. Mann, ich trete gerade die Badewanne richtig nach unten. So, jetzt bin ich voll. Und jetzt kann ich hier auf Sell drücken. Yeah! 40.000 bekomme ich pro volles Ding dann sozusagen. Heftig. Aber ich kann auch hier... Ich habe auch den Pickup-Truck. Ah, ne, der kostet 1,2 Millionen. Warte mal, ich nehme mal hier den Reifen. So, hier schön den Reifen nehmen, ne?
Alter, dieser Reifen ist so riesig, den man da benutzt. Und ich bin gerade so riesig geworden, dass ich von alleine in dieses Verkaufen-Ding reingekommen bin. Ey, warte mal. Ich kaufe mir jetzt mal eine neue Genetik, damit ich noch größer werden kann. Also, dann kaufe ich mir das da, die Ameise, die Spinne, die Frosch. Alter, ich bin schon wieder so hochgeflogen. Echt, jetzt musst du mir gleich mal zeigen, wie das funktioniert. Das scheint richtig cool zu sein. Das Horst, der Ochse, der Wolf, der, wie heißt das nochmal? Das Reh, dann das Zebra und hier, das Boar. So, easy going. Ah, die Giraffe kann ich mir nicht kaufen. Aber ich glaube, jetzt kann ich richtig groß werden. Oh mein Gott, Lars, ich kann richtig, richtig groß werden. Ich kann bis zu 5... Komm mal hier hin. Wo bist du? Komm hier. Ja, ich schau dir zu. So, und wenn du von der Ecke hier sozusagen dahin hingehst, hoffentlich klappt es jetzt. Guck. Oh mein Gott, stimmt, warte. Da fliegst du als übelst hoch. Puh, hä, bei mir hat das nicht funktioniert, Mann. Irgendwie klappt das nicht immer so, aber du musst hier so aus dieser Ecke so. Also du musst da drauf so und dann kannst du so richtig hochfliegen. Ja, genau. Aber währenddessen die ganze Zeit crushen. Ja, genau, währenddessen die ganze Zeit crushen. Guck mal, wie groß dieser Reifen ist, den ich hier kaputt haue. Jetzt geht's irgendwie nicht mehr, keine Ahnung. Jetzt bin ich gerade auch geflogen, es hat gerade funktioniert bei mir. Jetzt habe ich gerade aus Versehen verkauft, ey. Dieser Reifen ist so ultra riesig, den man hier kaputt macht. Okay, ich würde mal sagen, Lars, wir müssen mal hier so einen kleinen Kampf mal zwischendurch machen. Was denkst du? Warte, ich mach gerade einen. Ich helf dir. Gegen Lionel Messi machst du einen, gell? Bam! Jo, der Typ, Alter. Ich hab ihn. Oh, vorsichtig, ich will dich nicht killen. Wie viel Kraft hast du denn eigentlich, Mann? Oh, nix mehr. Nix mehr? Okay, dann eben nichts mehr. Ich glaube, ich hatte so 30.000 oder sowas gerade gehabt. Man kann auch eine Evolution machen, sodass man größer wird, also dass man eine bessere Genetik allgemein hat. Also, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich möchte jetzt erstmal ganz riesig werden. Was passiert, wenn ich 5 Millionen habe? Weißt du, ich muss auf 5 Millionen hochkommen, um ganz, ganz voll zu sein. Aber der Reifen gibt mir Forklift. Immer nur... Forklift? Du kannst einfach einen Gabelstapler zertreten. Gabelstapler? Junge, der eine Typ da hinten, der zertritt einfach schon eine Maschine, so ein riesiges Auto einfach. Oh, Junge, warte mal. Habe ich nicht noch ein besseres, sondern ich verkaufe mal das hier nochmal. Jetzt habe ich hier 700.000 wieder. Ich schau mal kurz, was es als nächstes gibt. Was ist denn das nächste, was da so... Das Boot ist so dumm. Ah, der Pickup-Truck kostet 1,21 Millionen. Wie viel kostet denn? Also, wenn man sich Geld kauft, man kann sich 305 Millionen holen. Okay, weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache was Verrücktes. So, ich gebe jetzt einfach 5.000 Robux aus. Und kaufe jetzt alle Autos frei, ey. So, jetzt, Alter. Hier gibt's aber eine tolle... Alter, hier kann man einfach so richtig viel Holz zerhauen. Guck dir das mal an. Alter! Wo bist du? Ach, da. Aber man kann einfach nur so Holz zerhauen. Oder, was noch krasser ist, man kann einfach so eine Dings zerhauen. Eine Toilette einfach. Guck dir das mal an. Zack! Einfach so eine Toilette. So ein Riesenklo. So ein Riesenklo einfach, was man da zertritt. Oh mein Gott, das hat mich so viele Robux gekostet. Aber ich bekomme jetzt 12.000 Stärke pro Zertreten. Und du darfst mal ein Klo zertreten. Und ich durfte mal ein Klo zertreten. Okay, was gibt's noch? Dann habe ich hier einen Boulder. Was auch immer das ist. Das ist einfach so ein Stein. Ich habe einfach einen Stein, den ich zertreten kann. Das ist so ein kleiner Berg. Ist das einfach. Oh oh. Dann habe ich hier noch ein Turret, den ich zertreten kann. Nein! Ein Öltank, den ich zertreten kann. Verkauft. Oh mein Gott, das nächste, was kommt, ist so gut. Das muss ich unbedingt noch bekommen. Oh mein Gott. Guck mal, wie groß der Öltank ist. Junge. Wow. Okay, pass auf. Ich muss jetzt ein bisschen Geld sparen, weil das nächste, was man zertreten kann, Lars, das wird richtig, richtig, richtig gut. Das ist nämlich einfach ein Polizeiauto. Echt? Ja, Mann. Man kriegt einfach ein Polizeiauto. Aber ich bin mir halt nicht... Also, ich bekomme gerade 32.000 Stärke. Guck mal, da ist ein Gegner. Ich zertrete den mal. Alter, lol. Ich kann die Leute richtig zertreten. Oh mein Gott, geh mal da rein. Die machen da so 1 Million Damage und sowas. Oh mein Gott, guck mal, ich habe gerade eben 2 Leute einfach wieder geholt. Einfach, weil ich so stampfe. Alter, die armen Leute, ich bin voll stark. Junge, der Typ zertritt einfach ein Dings hier. Typ da in der Arena, das? Soll ich gegen ihn kämpfen? Der hat mich gewonnen-hitted. Okay, ich one-hitte ihn jetzt auch. Ah nee, das ist ein Ogre. Ich krieg den nicht tot. Das ist ein Ogre. Ah! Nein, ich komme nicht aus der Arena raus. Er hat mich auch getötet. Oh mein Gott, wenn du Ogre bist, bedeutet das, dass du noch mehr Geld hast. Das ist übelst krass, ey. Der hat sich sozusagen so ein Dings geholt und nochmal von neu angefangen, weißt du? So ein Reset hat der gemacht. Alter, es dauert richtig lange, bis man sich das Polizeiauto leisten kann. Das kostet 193 Millionen. Wie viel bekomme ich denn? Das ist ja fast nichts, was ich da bekomme. Ich bekomme nur 64.000, ey. So, ich würde sagen, ich mache jetzt hier nochmal ganz voll und dann kaufe ich mir das Polizeiauto jetzt gleich. Wir sehen uns gleich wieder.
Okay, jetzt pass auf. Ich habe 5 Millionen Stärke. Das bedeutet, ich kann eigentlich hier fast echt jeden einfach besiegen. Ne? Ich mache nämlich 5 Millionen Schaden pro Schlag. Guck mal, ich glaube auch, der Typ, der macht nämlich nur... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Lars, ich mache 5 Millionen Schaden pro Schlag. Guck mal, soll ich mal zu dem... dieser Ober. Ja, geh mal zu dem rein. Nein, nicht mich! Oh, tut mir leid, Lars. Habe ich dir 5 Millionen Schaden gemacht gerade? Ich gehe jetzt zu dem Typen da rein. In dieses Warte, ich will zugucken. Glaubst du, der macht 5 Millionen Schaden? Nein. Aber der hat gut Leben, Aber ich habe ihn getötet! Ich habe ihn da drin... Mit 2 Tritten. Ich habe ihn getötet, Alter. Warte, da kommt einer rein, der will dich, der will dich, der okay, will okay, dich, der okay. will dich. Okay, die sollen mal beide gegen mich kämpfen. Aber ich krieg die beide. Der macht nur... Oh mein Gott. Warte. Den anderen, diesen Ogre hier. Ja, keine Chance. Oh, ich hab die alle getötet, Alter. Ich bin der Stärkste. Und Lars, guck dir das mal an. Siehst du mich in dieser Arena? Siehst du mich da gerade? Ja, ja. Und jetzt gib dir das mal. Ich sehe dich nur ohne Kopf. Siehst du das? oder gib dir den hier. Guck mal, ich mache jetzt so eine kleine Statue. Hallo. Oder hier, der Kopfdreher. Ach, das funktioniert gar nicht, weil der Kopf so klein ist. Er haut sich aber trotzdem so auf den Kopf, weißt du? Alter, ich regiere ja sowas von dieser Arena mit meinen 5 Millionen Schaden, die ich mache. So, und jetzt kommt was Interessantes. Jetzt gehe ich mal verkaufen und habe 10 Millionen bekommen. Was? Nur? 10 Millionen? Ich habe immer noch nicht das Polizeiauto. Ich kann mir das immer noch nicht holen. Alter, und es gibt noch so viele Sachen. Wow, das wird noch Ewigkeiten dauern, bis ich soweit bin. Naja, auf jeden Fall war ich gerade eben für kurze Zeit der Allerstärkste auf diesem Server. Und jetzt bin ich wieder ganz klein. Und so schnell funktioniert das. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich drehe jetzt erstmal mal wieder ein bisschen durch, mach den Helikopter. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Haut rein, Ciao. Leute. Ciao.